Unsere eigenen Fairway Bio Aloe Vera Plantagen liegen in der Provinz Huelva in Andalusien. Mit nicht weniger als 800.000 Pflanzen und einer jährlichen Produktionskapazität von 6.500.000 Kilogramm haben wir Europas größten Bio-Aloe Vera landwirtschaftlichen Betrieb. Alle unsere Plantagen unterstehen kontrolliertem biologischem Anbau und sind biozertifiziert. Beim Anbau verzichten wir auf jegliche Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger, damit die Pflanzen ihre volle Wirksamkeit entfalten können. Die erwachsenen Aloe Vera Blätter werden nach 3 bis 4 Jahren mit einer Länge von 60 bis 80 cm und einem Gewicht von 800 bis 1200 Gramm sorgfältig und schonend von Hand geerntet. Jedes Blatt hat bis zur Ernte über 10.000 Sonnenstunden genießen können. Wir garantieren damit höchste Qualität. Und selbstverständlich sind wir auch immer wieder selbst vor Ort. Unsere Fairway-Produktexpertin Ludi Spreyer ist genauso aktiv und prüft auf der Plantage die Qualität wie unser Fairway-TV-Koch Gérard Vespizé, der direkt auch mal ein schmackhaftes Gericht mit der frischesten Aloe Vera zaubert. Auch Fairway-Firmeninhaber Ilan Dogan genießt die Qualität auf seine ganz besondere eigene Art und Weise. Nach der Ernte werden die Aloe Vera Blätter umgehend zu der naheliegenden Verarbeitungsanlage transportiert, direkt gesäubert und weiterverarbeitet. Und das Ganze innerhalb von 24 Stunden, um die volle Kraft und Vitalität zu erhalten. Auch die Verarbeitung ist bei Fairway zu 100% biozertifiziert. Für die Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung haben wir eine exklusive Kooperation mit Adeswa an der Universität von Huelva. Dadurch können wir immer die gleiche hohe Qualität unserer Aloe Vera Produkte gewährleisten. Auch der Fairway-Vorstand ist regelmäßig zur Qualitätsüberprüfung vor Ort in der Fabrik. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern und Landwirten der Plantage wird Fairway Aloe Vera neu definieren. Fairway. Enriching lives.